Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr sehen könnt, stehe ich schon in der Reithalle und habe hier hinter mir eine der ersten Stangenübungen aufgebaut. Denn wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, geht es heute um Stangenübungen im Trab. Ich habe euch ja schon mal ein Video hochgeladen, wo ich euch 3 Stangenübungen im Schritt gezeigt habe. Und heute werden wir das Ganze im Trab machen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. In meinem letzten Video zum Thema Stangenübungen habe ich euch diese Übung schon im Detail vorgestellt. Ihr seht jetzt hier 3 Stangen. Die mittlere Stange liegt in einem Abstand von ungefähr 1 Meter zu den beiden äußeren Stangen. Der Sinn hinter der ganzen Sache liegt darin, dass das Pferd daran gewöhnt werden soll, mit den Stangen zu arbeiten. Wie gesagt, schaut am besten da mal in das Schrittvideo, da habe ich euch das ganz in Ruhe erklärt. Wir fangen jetzt hier auch an, mit dem Bill erstmal durch die Lücken zu traben. Meine Reitbeteiligung Vicky reitet ihn in dieser Übung. Und es geht einfach erstmal darum, dass er den Takt beibehält, dass er ruhig durch diese Übung durchläuft. Er soll jetzt erstmal noch gar nicht über die mittlere Stange drüber gehen. Ihr könnt in dieser Übung natürlich auch hier schon ganz viel Variationen reinbringen. Ihr könnt Handwechsel reinbringen. Ihr könnt den Zirkel, auf dem Vicky jetzt hier reitet, verkleinern, indem ihr die hintere Stange einfach als Durchgang quasi nehmt. Das seht ihr jetzt hier. Und den Zirkel natürlich auch wieder vergrößern, indem ihr dann die vordere Stange als Durchgang wählt. Ich hoffe, das ist so verständlich. Und natürlich könnt ihr das Ganze dann auch mit Richtungswechseln verbinden, sodass euch und eurem Pferd nie langweilig wird. Ich habe zum Beispiel bei Bill die Erfahrung gemacht, wenn ich mit ihm mit Stangen arbeite, dass er dann motivierter und zufriedener bei der Arbeit ist, weil er einfach eine Aufgabe gestellt bekommen hat, die er dann halt auch nachvollziehen kann. Das macht für ihn, glaube ich, mehr Sinn, als wenn ich jetzt einfach normale Dressurlektionen in der Halle mit ihm reite. Und mit den Stangen hat er quasi einen Anlaufpunkt und hat da immer sehr viel Spaß dran. In der nächsten Übung könnt ihr dann die äußeren beiden Stangen an die mittlere heranrollen. Und so habt ihr dann eine schöne Begrenzung seitlich, sodass das Pferd wirklich lernt, mittig über die Stange zu treten. Und auch da ist natürlich das Gleiche zu beachten wie eben beim Durchreiten, dass ihr wirklich schaut, dass das Pferd über den Stangen gerade gerichtet ist, dass es den Takt beibehält. Das ist da wirklich eine sehr, sehr schöne Übung für. Der nächste Schritt ist dann, die eine Stange, die außen liegt, an die andere wieder heranzulegen, so dass ihr quasi 2 Stangen, also 2 Trabstangen bekommt. Den Abstand müsst ihr einfach mal schauen, wie ihr das eurem Pferd so hinlegt, dass es dann auch passt. Bei Bill ist es eine große Schrittlänge ungefähr. Das liegt aber natürlich auch an der Größe des Pferdes. Da müsst ihr einfach mal schauen, mit welcher Schrittlänge euer Pferd am besten klarkommt. Es macht für mich wenig Sinn, da jetzt eine Zentimeterangabe zu geben, weil viele Pferde einfach völlig unterschiedlich groß sind und dementsprechend unterschiedlich große Schritte im Trab machen. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Und im nächsten Schritt kommt dann die dritte Stange dazu, sodass ihr dann ganz simple Trabstangen habt. So könnt ihr das wirklich Schritt für Schritt aufbauen und euer Pferd an 3 Trabstangen gewöhnen. Das ist also jetzt erstmal das Endziel. Und auch hier gilt natürlich gleichmäßiger Takt, gleichmäßige Bewegungen über den Stangen. Und auch hier könnt ihr natürlich variieren, indem ihr Richtungswechsel über den Stangen macht. Ja. Also ich denke, das ist für die erste Stangenübung wirklich eine ganz simple und schöne Idee, gerade für Pferde, die mit Stangenübungen noch nicht so viel zu tun hatten. Kommen
wir dann jetzt auch schon zur nächsten Übung, die ihr natürlich auch aus meinem letzten Stangenvideo kennen solltet. Das ist das Quadrat, das ist wirklich vielseitig einsetzbar. Gerade im Trab könnt ihr da wirklich schöne Sachen mit euren Pferden machen. Ihr solltet das natürlich erst im Schritt geritten haben. Das ist natürlich wichtig, dass euer Pferd eben auch ruhig bleibt, dass es ja die Übung schon im Schritt kennt. Und ihr fangt an, indem ihr einfach große Richtungswechsel über die Stangen macht oder grundsätzlich erstmal große Bögen über diese Stangen reitet, damit euer Pferd eben an ja, die Schrittlänge dort gewöhnt wird. Ihr seht, die Stangen liegen halt deutlich weiter auseinander. Das Pferd muss einen Trabschritt dazwischen machen. Aber auch da ist natürlich das Maß abhängig von der Größe eures Pferdes. Ihr könnt die Stangen natürlich weiter oder enger zusammenlegen. Ja, dann haben Vicky und ich jetzt einfach mal hier die Plätze getauscht, so dass ich euch einfach mal zeigen konnte, was man eben im Trab noch mit diesem Stangenviereck machen kann. Ich fange jetzt an, über die äußeren Ecken Volten zu reiten. Wenn ihr fortgeschritten seid, könnt ihr natürlich auch in dem Quadrat selber Volten reiten. Das habe ich aber euch jetzt in diesem Video nicht gezeigt, sondern habe mich jetzt erstmal hier auf die Basics beschränkt, weil ich es einfach schöner finde, wenn man mit dem Pferd anfängt, Trabstangen zu üben, dass man da wirklich große Bögen wählt und das Pferd eben dementsprechend nicht überfordert. Ihr seht, dass ich jetzt ein Kleeblatt über diese Stangen reite. Also es hat alles eine Kleeblattform. Ich bleibe erstmal immer auf einer Hand und reite um jede Ecke dieses Quadrates Volten. Das Ganze könnt ihr natürlich auf jeder Hand einzeln reiten. Achtet da wirklich darauf, dass ihr am Anfang große Bögen reitet, dass ihr das Pferd gerade durch dieses Stangenquadrat lenkt. Als kleiner Tipp, es ist einfacher, wenn ihr relativ weit außen die Stangen anreitet, weil ihr dann in dem Stangenquadrat einfach mehr Platz habt. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt hier sehen. Und es schaut eigentlich sehr simpel aus, ist aber oft gar nicht so einfach, weil ihr natürlich das Pferd koordinieren müsst. Also ihr müsst schauen, wie bekomme ich das Pferd da so passend durch, dass es danach auch eben in eine Wendung gehen kann, in eine Volte gehen kann. Ihr seht, das Bild hier auch ab und zu mal so ein bisschen abkürzt. Das ist wirklich auch eine sehr schöne Übung, damit ihr lernt, euer Pferd einfach zwischen euren Beinen zu haben. Das heißt, einfach wirklich mit den Beinen zu lenken und das Pferd da zu koordinieren. Hier bin ich jetzt einfach mal angehalten, um ihm auch in dem Stangenquadrat einfach mal eine Pause zu geben und ihn da zu belohnen. Ich finde es halt super wichtig, dass man ein Pferd, wenn es eben etwas gut gemacht hat, eben auch ein sofortiges Feedback gibt, aber das kennt ihr ja nicht anders von mir. Jetzt geht's hier zur nächsten Übung. Die kennt ihr auch schon aus meinem Schrittvideo zu dem Thema Stangen. Ich habe jetzt hier drei Stangen hingelegt mit einem Abstand von circa, ja, es sind so circa 2 Meter, die ihr da zwischen den Stangen habt. Auch da, wie auch bei den anderen Übungen, kommt es auf die Größe und die Schrittlänge eures Pferdes an. Ich fange jetzt hier an, den Bill erstmal über die einzelnen Stangen zu reiten. Ihr seht, dass ich auch hier eben große Bögen wähle und es noch nicht zu eng mache. Und ihr könnt dann eben Schritt für Schritt jeweils eine Stange mit dazu nehmen. Vertut euch nicht, das kann ganz schön eng werden und ihr müsst wirklich schauen, dass ihr das Pferd da an den Hilfen habt, dass es sich schön um euer inneres Bein biegt, denn sonst werdet ihr das nicht schaffen, da passend drüber zu kommen. Auch diese Übungen könnt ihr natürlich sehr schön variieren, das zeige ich euch gleich noch. Da müsst ihr nicht nur drüber traben, sondern könnt auch das Stoppen und das Seitwärtsgehen mit eurem Pferd verbessern.
Auch hier solltet ihr natürlich darauf achten, wenn ihr mal einen Handwechsel einbaut, dass euer Pferd dann erstmal gerade über die Stangen drüber kommt. Sonst ist es am Anfang einfach ein bisschen zu kompliziert. Also ich finde, wie gesagt, gerade wenn man mit Pferden im Trab anfängt, Stangenübungen zu machen, sollte es so einfach wie möglich sein. Zumindest am Anfang. Alles Schritt für Schritt aufbauen. Das sind auch wirklich Übungen, die man wunderbar auch am Boden mit dem Pferd machen kann. Also ihr könnt euch die gleichen Übungen aufbauen und erstmal ohne Reiter das Pferd darüber trainieren, sodass es einfach lernt, sich zu biegen, seine Füße zu koordinieren und muss den Reiter obendrauf nicht ausbalancieren. Aber das hatte ich euch in meinem Schrittvideo ja auch schon gesagt, dass ich das wichtig finde, dass man sowas eben am Boden auch übt. Ja, hier habe ich den Bill jetzt über den Stangen angehalten. Ich muss dazu sagen, dass es jetzt nicht so unbedingt unser Tag war, was das Seitwärts anging. Wir sind da auch ein paar Mal an der Stange hängen geblieben. Ihr könnt jetzt hier auch die Vor- und die Hinterhandwendung eben üben. Ihr seht, dass ich jetzt hier eine Viertel-Vorhandwendung machen musste, damit der Bill eben auch passend über die über Eck liegende Stange seitwärts drüber kommt. Und dann aus dem Stand raus wieder antraben und das Ganze dann nochmal von der anderen Hand oder eben nochmal in einer anderen Variante. Wieder der Handwechsel, gerade über die mittlere Stange. Und dann eben hier wieder anhalten. Ihr seht, dass ich da nicht ganz passend hingekommen bin. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, dann macht man das Ganze einfach nochmal. Ich habe es euch jetzt auch einfach mal im Video gelassen, damit ihr auch seht, dass bei uns nicht immer alles funktioniert. Das finde ich ja auch ganz wichtig. So, das Anhalten war jetzt etwas besser, da war ich etwas zu früh, bei dem anderen war ich etwas zu spät, also wir müssen das auch noch mal ein bisschen mehr üben. Ich habe das die letzten Jahre auch wirklich ein bisschen vernachlässigt, obwohl ich weiß, dass das Bild unheimlich viel Spaß macht. Ich habe ihn jetzt hier über die komplette Seite seitwärts geschickt. Am besten schickt ihr euer Pferd seitwärts, wenn ihr quasi über der Stange sitzt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also wenn ihr auf dem Pferd sitzt und guckt runter und die Stange ist quasi unter eurem Po, dann ist der Abstand meistens am besten, also der Abstand zu den Pferdevorder- und Hinterbeinen. Aber auch das ist einfach Übungssache und glaubt mir, es macht unheimlich viel Spaß, das mit seinem Pferd zusammen zu üben und zu verbessern, weil das Pferd, wie gesagt, eine Aufgabe hat. Bei Bill ist es wirklich so, dass er an solchen Sachen immer wächst und immer mit Freude dabei ist. Hier wieder eine Viertel-Hinterhandwendung in dem Fall. Und weiter seitwärts über die mittlere Stange. Und jetzt das Ganze wieder zurück. Also wirklich eine sehr schöne und vielseitige Übung. Ihr trainiert nicht nur den Trab, ihr trainiert nicht nur, dass euer Pferd zwischen euren Hilfen steht, sondern ihr trainiert auch noch euer Seitwärts. Also wirklich eine meiner Lieblingsübungen, die ich jetzt auch wieder öfter mit Bill üben werde. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und wünsche euch viel Spaß beim Nachreiten. Das waren also meine drei Stangenübungen im Trab. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ihr vielleicht ein bisschen was aus dem Video mitnehmen könnt an Inspiration und das vielleicht mal mit eurem Pferd nachreitet. Gerne könnt ihr mir auch Bilder und Videos dazu auf Instagram schicken unter dem Hashtag BlindlyFollowHorses. Da schaue ich dann gerne, was ihr so mit den Stangenübungen angestellt habt. Wenn ihr das Ganze nochmal im Galopp sehen wollt, freue ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Und ich sage ciao und bis dahin.